Na, tfadl. Wenn man gähnt, so lacht doch der Shaitan. Und wenn man dann Euzu Billah sagt, oder Euzu Billah min Shaitan, ist das eine Bidda oder wie ist das? Was macht man, wenn man gähnt? Man sagt weder Euzu Billah noch sagt man irgendetwas. Man versucht das zu unterdrücken, weil das Gähnen eine Tür für den Shaitan ist. So definieren wir das. Weil das Gähnen eine Tür für den Shaitan. Weil was verursacht das Gähnen? Dass man was? Träge wird oder nascht? Dass man träge wird danach. Deswegen der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, diese Überlieferung ist umstritten unter den Gelehrten, wenn man gähnt im Gebet, was soll man machen? Dann soll man die Hand vor dem Mund halten, diese ist umstritten, aber die andere Überlieferung, man soll was? Dieses Gähnen unterdrücken. Unterdrücken. Subhanallah, das finde ich sehr traurig. Wallahi, du siehst praktizierende Brüder im Gebet. Bist du im Zoo? Ich meine, das ist respektlos gegenüber Allah Azza wa Jalla. Der macht den Mund so weit auf. Ein Löwe, wenn er hungrig ist, kriegt den Mund nicht so auf. Und der steigert sich. Oktaven. Subhanallah, du stehst immer noch vor Allah. Versuch das zu unterdrücken. So. Ist schwer. Ohne Frage. Aber man soll das versuchen. Wallahi, eine Frage an euch, liebe Geschwister. Wenn wir Allah sehen könnten, würden wir das tun? Niemals. Niemals. Aber leider, weil wir Allah azzawajal nicht sehen. Möge Allah uns Yawm al-Qiyamah zu den Paradiesbewohnern gehören lassen, die ihn jeden Tag sehen. Amen. So werden wir alles vor Allah azzawajal machen. Du siehst einen, kratzt sich ganze Zeit im Gebet. Guckt seine Fingernägel. Gut, dass er sie nicht schneidet im Gebet. Ja? Der ist beschäftigt. Der ist mit allem beschäftigt, außer mit dem Gebet. Und genau das nimmt uns den Lohn vom Gebet. Diese vielen Bewegungen, die unnötig sind. Allahumma.